Servus Leute, herzlich willkommen zurück zu Geek Check. Heute mit der dritten Folge und ich habe mir ein bisschen Verstärkung geholt, nämlich Yami von den Doodles und Tope von nicht den Doodles, von Wavetime Inc. Ich habe ja schon mal ein Promotion Video gemacht, das verlinke ich euch in der Videobeschreibung unten, falls ihr euch das angucken wollt und angucken solltet. Ja, letztes Mal haben wir ja die Tabasco Schokolade getestet und die war nicht wirklich scharf und da dachte ich, bestelle ich direkt mal hier und quäl's uns. Eine Chili-Schokolade mit 6,4 Millionen Scoville. Laut Recherchen ist das sehr viel und laut Videos ist das auch wirklich sehr scharf. Ich würde sagen, gleiches Prinzip wie letztes Mal. Wir machen einfach hier Schere, Stein, Papier und kannst du die Regeln nochmal erklären? Nee, Schnick, Schnack, Schnuck. Das war klar. Alle in den Schere. Die kleinste Schere, oder? Schnick, Schnack, Schnuck. Ja, das ist er. Schnick, Schnack, Schnuck. Okay, das heißt, wir beide müssen gegeneinander noch. Schnick, Schnack, Schnuck. Ja, hurra! Okay, Joe fängt an. Na toll. Ich pack das hier mal eben alles aus. Hast du die Handschuhe an dafür, weil ich... Geschichte schon, no, stop, don't. Ja, ich lass, okay. Dann lass ich es auch lieber. Wenn es da schon steht, dann... Oh Gott, ich will nicht anderthalb. Ich habe das anderthalb eingebrochen. Und meine Finger, die brennen schon. Vielleicht mal dran riechen und gucken, ob das... Kann ja auch erstmal nicht so an. Oh, ja. Das riecht so wie die ganze Pfefferplantage. Ich hoffe jetzt, es wird weniger, aber es wird immer mehr gerade. Mein Gehirn bildet sich nur ein, dass es scharf ist. Mein Gehirn bildet, es brennt. Nein, top, es brennt wirklich. Brauchst du Milch? Halt dich schon mal bereit. Ich bin noch am Kauen. Ich lag wie wacker, aber meine Zunge verbrennt gerade wirklich. Okay. Aber es schmeckt auch gut. Tut es? Okay. Nee, ich verarsche ihn mal. Ich würde folgende Regel vorschlagen, ich spiele immer nur zwei Gegen. Also ich glaube, ich fände es ein bisschen fairer, wenn wir jetzt zu zweit weitermachen und erstmal jetzt ein bisschen versuchen runterzukommen davon. Okay. Okay. Schnick, schnack, schnuck. Scheiße. Okay. Okay. Oh Mann. Das riecht nicht gut. Scheiße. Boah, zeig mal her, der Knopf ist so schön. Soll ich mal solidarisch sein und auch direkt nehmen? Du musst gleich sowieso rankommen, denke ich. Ja gut, dann komm. Ich werde das sowieso nicht ganz schaffen, also... Ja, komm. Na gut. Dann nehme ich hier auch gleich mal zwei Stücke. Okay. Zwei gleichzeitig? Ja, ich bin der Größte, ich bin ein bisschen schwerer, dann muss ich auch ein bisschen mehr leiden. Oh, okay. Drei, zwei, ein. Ich empfehle euch den Rest der Milch ganz... Oh. Wow. Alter, Und sonst? Oh nee, sorry, ich kann nicht mehr. Ich glaube, mit Milch hilft auch nicht. Alter. Alles klar mit euch? Was ist denn mit dir los? Du hast zwei Stück genommen. Ja, hab ich. Ja, Oh. Ist scharf. Das hilft nicht. Nur während man trinkt dann noch, aber danach. Echt nicht. Ich gönne das kein Menschen auf dieser Welt, diese Schokolade zu essen. Jetzt trinkst du aber auch, komm, mach nicht so auf hart. Keine Scherz. Lebst du noch? Okay, du stehst noch. Es ist echt unangenehm, weil kontinuierlich dieses Prickeln auf der Zunge ist. Ja, das ist echt schlimm. Ich kann mich nicht mal konzentrieren. Oh. Ich freue mich auf den nächsten Toilettengang. Ich habe irgendwie vor Kopfschmerzen oder irgendwas. Oh, sorry, oh. Boah, das ist echt... Jetzt merke ich so langsam. Komm doch! Also so, jetzt so nach 5 Minuten oder... Gefühlt waren es jetzt 5 Minuten, es waren natürlich nur 2 Sekunden, aber... Ja, aber es ist echt schon... unangenehm. Es ist so ein Brummen im Schädel, irgendwie so... Und du weinst aber! Du weinst! Das ist aber wegen meinen Augen allgemein. Weil die ja im Arsch sind. Und ich keine Brille auf habe. Hm. Und dort heißt du weinst öfter. Ah, Scheiße! Nein! Fuck! Da war noch Schokolade am Finger. Möchtest du Schluck Milch nachgießen? Jetzt muss ich auch öffnen!
muss ich halt hochhusten. Jetzt ist die Scheiße wieder im Mund. Oh, ich schaff nicht mehr. Ich glaube, das Adrenalin in der Körper betäubt gerade jeden Schmerz irgendwie. Ihr müsst euch wehtun, richtig. Ja. Dann geht's weg. Haut euch einfach gegenseitig in die Fresse. Oder reibt euch Schokolade ins Auge. Ja. Das kontert den Schmerz im Rachen. Alter. Das ist echt abnormal. Das war echt das Ekligste, was ich je gegessen habe. Warte. Hilft das wohl auf dem Auge? Es kühlt. Scheiße. Ich nehme mal ein Glas ab, ne? Nein! Was kriege ich denn, wenn ich noch ein Stück esse? Ein Schluck Milch. Wie wär's mit einem sowohl ein Bioma-TV-T-Shirt als auch ein Wavetime-T-Shirt? Ich habe kein Wavetime-T-Shirt. Ja, da musst du eins machen lassen. Du für mich. Ich kann dir eine Visitenkarte geben. Hab ich schon. Okay. Oh, Na? Für ein Stück? Ja. Wie wär's mit zwei? Wenn du noch zwei Stück isst, dann bekommst du ein Bioma-TV-T-Shirt von mir geschenkt. Ich habe leider nichts zu bieten. Ja, gut, gut. Denk dran, du hast es jetzt auch wieder an den Fingern. Jetzt auch an der anderen Seite. Oh, ist das lecker. Das im Auge geht jetzt weg dafür. Okay, Snackcheck, wie viele Punkte kriegt die Schokolade von dir? Also, als Nahrungsmittel? Unverzichtbar. Also, die Schokoladennote ist okay. Ist so eine 50-Cent Schokolade. Ja. Ich hab da gar nichts rausgeschmeckt. Doch, 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 Schoko. Ja, Schoko. Das war einfach nur Scheiße. Die Schärfe? Ist so eine Tabasco-Schärfe? Oder sowas, also so pfeffrige, nicht so eine Senfschärfe. Gibt von mir für Folter 7 von 7. Als Nahrungsmittel? Mit Tendenz nach oben. Ja, und als Nahrungsmittel gibt es dann doch noch 2. Weil die Schokolade okay ist. Also nächste Mal. Die Milch war hervorragend. Wo ist die Milch? Die Milch war besonders gut heute. Also, halt mir fest, empfehlenswert als Nahrungsergänzungsmittel zu allen Beilagen. Also auf Kartoffeln besonders gut oder auch auf Hering. Möchtest du doch was sagen? Du bist blass. Ich? Ja. Deswegen bin ich. Du bist aber so ein Piep im Ohr. Wieso? Ich bin kein YouTuber, ich putze ihn nur. Was? Besser. Besser, ne? Man sieht es ja auch gleich an, du hast Freudentränen in den Augen. Aber wir gehen hier alle heraus und wissen, besser als sich eine Glatze machen zu lassen. Was? Ist das dein Ernst? Richtige. Jetzt brennt mein ganzes Gesicht, dankeschön. Don't try this at home. Ja, ich. Oh, nee. Sehe ich wieder menschlich aus? Hab ich doch irgendwas? Nee, ja, das. Du hast auch das Baby. Ja, abgesehen davon, hab ich doch irgendwie. Rotze oder sonst was im Gesicht? Ich rotze nicht mehr. Also, ich empfehle euch wirklich, wenn ihr das irgendwie als Scherz an irgendjemand weitergeben möchtet, diese Schokolade, so ein Tut's Stück nicht. Schokolade. Was dafür nicht? Es gibt keinen Menschen, den ihr so hassen könnt. Nee. Wirklich. Das ist echt krass. Also, ihr denkt wahrscheinlich, ja, Schokolade scharf, das geht gar nicht oder ist eh nicht scharf, das schafft doch jeder. Aber ganz ehrlich, das ist echt krass. Ihr habt jetzt hier die Reaktionen gesehen. Das war nicht gespielt. Also wie gesagt, es gibt auch echt schärfere Sachen, aber es ist nicht schön. Ich glaube, das war jetzt wirklich das inhaltsloseste Video, was aber, Sprache angeht. Aber Leute, wird es freuen, tränende Augen zu sehen, wie immer. Ja, ich meine, ein echter Mann darf auch Tränen zeigen, das zeigt nur wirklich, wie stark man ist. Ja. Man steht zu seinem Gefühl. Und zu seiner Schokolade. So, ja, das war's jetzt definitiv. Ich glaube, die Wirkung hat angehalten, langsam bei ihm noch nicht, aber... ich bin gerade so voll... Boah, nee. Reicht. Ich bin auch raus. Ich war zwar noch nie auf Drogen, aber ich kann mir vorstellen, dass ähnliche Erscheinungen bei bestimmten Sorten
auftreten, aber ich werde jetzt hier da nicht. Da frage ich mich, was für Leute Drogen nehmen. Nehmt Schokolade. Ist legal.